Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Ja, wir haben jetzt Tully Zoa dabei. So viel Platz. Tausende meiner Leute könnten hier leben und einander kaum sehen. Und Erna Rex. Eine Kleinigkeit zu essen gebrauchen. Ob da wohl Fische in dem See sind? War ein Gag, ja. Und ja, wir haben Beweise gegen Saren. Und können sind im Level aufgestiegen. Auch. Das heißt, ich kann was? Bin verfügbar um für bis zu einsetzen. Ach so. Ja, Basispanzerung. Hacken. Dämpfung, Medizin. Was habe ich hier? Reduziert Abkühlung. Reduziert die Nachladegeschwindigkeit für Sabotageüberlastung. Ach so. Ja, machen wir erstmal das. Ein Schüchter brauche ich nicht. Machen wir das. Ach, das geht nicht. Der Grex hat auch hier zwei Level. Das heißt, wir können eine Warp machen. Ach ne, erweiterter Warp. Entweder die erweiterte Barriere. Achso, geht nicht. Absolute Schadensmenge wird erhöht, jo. Talisau hat 12 Punkte. Das ist ja unsere Technikerin, das heißt, alles was mit Technik zu tun hat, ne? Erhöht den wiederherstellbaren Anteil bei der Reparatur von Fahrzeugen. Mit jetzt kann Objekte repariert werden. Oh ja. Die Schildkapazität, das ist auf jeden Fall Dämpfung. Ach, auch gut. Ja. Ach, hier geht's schon nicht mehr. Dämpfung oder mache ich Dechiffrierung? Oder mache ich das hier? Weil die hat ja dann doch schon relativ wenig, ne? Basispanzerung. Obwohl, ne, ich mach die Basispanzerung. So. Das dürfte gehen. Hinten bin ich mit zufrieden. Codex, ja, das gelesen markieren. Wir lesen wir den Codex nicht. Ausrüstung, genau. Ach, das müssen wir. Ach, guck, machen wir, wenn wir auf dem Schiff sind. Ach, nee, geht gar nicht. Ist gar nicht so. Die Waffe ist schlechter. Die haben. Kann ich die überhaupt nehmen? Hat er jetzt, ne? Ja. Haben wir jetzt alle, ne? Ja gut, ich habe eine andere Pistole, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, er soll die nehmen. Und ich soll das nehmen. Das heißt, diese beiden Billo-Sturmgewehre. Präzisionsgewehr. Ach so, ja. Granaten ist ja sonst nichts, ne? Panzerung. Geht ja schlecht. So, das war das Organisatorische zu Anfang. Will ich jetzt mal glatt sagen. Und wir müssen. Verbündete machen. Sie brauchen Gareth nicht mehr. Alex könnte ihnen immer noch gegen Saren helfen. Genau.
könnte man ihn denn nochmal finden? Wo ist der denn? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Was ist das denn? Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Ja. Commander Shepard, mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Ich helfe immer gern. Kein Problem. Was kann ich für Sie tun? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Sagten Sie warum? Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Wir stellen es klar. Es kann keinen guten Grund geben, dass Sie den Leichnam Ihrer Frau nicht freigeben. Warten Sie. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. Mr. Bosker? Von welcher Bar redet der denn? Der hier? Da waren wir doch gerade, oder? Executor Pellerin, warte mal, können wir mit ihm reden? Shepard, was kann ich für Sie tun? Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Hier, die Bar. Hier, Tatsache. Boska. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Ich bin wegen Samish hier. Ja, ein Mann namens Samish Bhatia hat Probleme damit, den Leichnam seiner Frau zu bekommen. Ah, Mr. Bhatia. Ein guter Mann in einer frustrierenden Lage. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie ihn Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir ihre Leiche. Geht es um Gift? Sie glauben, dass Ihr Leichnam kontaminiert oder auf andere Weise gefährlich sein könnte? Nein, Commander. Von Nirali Bhatia geht keine Gefahr aus. Ihr Körper ist vielmehr sehr wertvoll für die Allianz. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Geth bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Das ist nicht richtig. Ich verstehe Ihr Interesse, aber es ist nicht richtig, den Leichnam zu beschlagnahmen. Commander, gerade Sie sollten wissen, wie weit wir gehen müssen, um die Menschheit zu schützen. Es ist trotzdem nicht richtig. Die humanitären Werte haben immer noch Priorität und es ist mein Job, dafür zu kämpfen. Schon gut, Commander, ich gebe auf. Es war schon nicht einfach, Mr. Bhatia loszuwerden und ich will keinen Ärger mit Ihnen riskieren. Sagen Sie Samish, dass die Leiche zur Erde zurückgebracht wird. Ich werde mich selbst gleich drum kümmern. Nett. Vorbildlich. Sie haben einen See auf einer Raumstation gebaut? Ich will mir gar nicht ausmalen, was für Ressourcen dafür nötig waren. Ruhig, gelassen, entspannend. Wecken Sie mich auf, wenn das vorbei ist. Habe ich vor. So, das heißt, dieses kleine Problem haben wir auch gelöst. Das habe ich. Hallo nochmal, Commander. Haben Sie etwas gehört? Sie kommen nach Hause. Ich habe Mr. Bosker verdeutlicht, wofür wir wirklich kämpfen. Ihre Frau kommt nach Hause zurück. Ich danke Ihnen. Ich werde nach Hause gehen und alles vorbereiten. Es macht mich nicht glücklich, aber es tröstet mich. Auf Wiedersehen, Commander. Auf Wiedersehen. Finanzbezirk. Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Ich will Gareth treffen eigentlich. Ich Volldepp hab mir natürlich nicht gemerkt, wo der ist. Ich sag
sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und sie verstoßen gegen Zitadellgesetze. Diese Person ist sich nicht sicher, warum man nicht will, dass das Wort der Entflammten verbreitet wird. Hallo. Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Seien Sie etwas aufgeschlossener. Sie sollten toleranter sein. Er versucht nur, seinem Glauben Ausdruck zu verleihen. Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Das wäre nur die Regeln der Erlaubnis. Und wenn der Hanar eine Erlaubnis hat, kann er auch predigen? Nein. Angemeldete Evangelikale müssen bestimmte Regeln befolgen. Es gibt bestimmte Gebiete, in denen das Predigen legal ist. Wenn diese Regeln missachtet werden, dann wird die Lizenz widerrufen. Verhaftet. Grund für die Erlaubnis. Was für ein Sinn steckt hinter der Evangelikalerlaubnis? Wenn religiöse Evangelikale gezwungen sind, sich eine Erlaubnis zu beschaffen, kann man unerwünschte Personen aussieben. So bleibt die Gegend sicher. Die Zitadelle ist zu wichtig, um zum Schlachtfeld für Religionskriege zu werden. Lassen Sie mich mit ihm reden. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem dickköpfigen Wabbligen gestritten. Sie können es gern auch mal versuchen. Hallo. Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Das ist der falsche Weg. Und Sie glauben, dass dies der richtige Weg ist, die Entflammten zu repräsentieren? Die Wahrheit der Entflammten muss verkündet werden. Sie gaben den Hanar die Sprache und dem Universum die Massenportale. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Das ist doch unter ihrer Würde. Glauben Sie, die Entflammten würden wollen, dass sie ihre Gabe des Bewusstseins auf diese Weise nutzen? Die Entflammten wünschen, dass ihre Botschaft an alle bewusstseinsfähigen Völker weitergegeben wird. Das war nicht ihre Idee. Die Entflammten hätten bestimmt nicht gewollt, dass ihre Botschaft durch das Brechen der Gesetze verkündet wird. Diese Person vernimmt die Weisheit in diesen Worten. Vielleicht hat ihr der Enthusiasmus den Verstand geblendet. Diese Person wird jetzt gehen und nicht wieder das Präsidium aufsuchen. Ja, nett. Endlich ist der Hanar weg. Ich danke Ihnen. Kein Problem. Ich helfe immer gern. Hier. Für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. Nett, Universalgel nehme ich. Bringt mir nichts, weil ich habe trotzdem kein Gauss. Ich suche jetzt nach jedem Turianer, weißt du? Bitte stören Sie die Kiefer nicht. Okay. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt im Turm muss, oder? Ach ja, der Fahrstuhl. Ist Ihnen klar, dass Saren längst im Gefängnis sitzen könnte, wenn Sie mit Ihrer Information direkt zum Rat gegangen wären? Ein Quarianer allein und ohne Fürsprecher? Der Rat hätte mich doch bloß ausgelacht, falls mich Saren nicht vorher umgebracht hätte. Dieses Fahrstuhlfahren. Und das ist ja, und man schweigt ja grundsätzlich in einem Fahrstuhl, es sei denn, man ist nur mit Leuten drin, die man kennt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich hier auf Gareth treffe. Aber irgendwie bezweifle ich das auch. Kann ich mir kaum vorstellen. Ist Schorban. Repariert der einen Keeper?
nein! Ich wollte nicht! Schon gut. Also, was kann ich für Sie tun? Sie verfolgen die Keeper? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Lügen Sie mich nicht an! Ich kann Ihre Angst förmlich riechen. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Warum nicht? Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie... Warum die Lügen? Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu... stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten. Aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Ich möchte helfen. Ich könnte Ihnen helfen. Die offiziellen Stellen machen mir keine Sorge. Aber ich kenne Sie ja gar nicht. Ich gehöre zur Allianz. Ich bin Commander Shepard vom Militär der Allianz. Ich denke schon, dass ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe. Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Warum tun Sie das? Was machen Sie mit den Daten nach dem Scannen? Ich versuche, so viel wie möglich über die Keeper herauszufinden. Wir sehen sie überall arbeiten, aber wir wissen nur sehr wenig über sie. Ich bin Wissenschaftler. Ich möchte herausfinden, wie sie funktionieren. Verstehe. Dann sollte ich aufbrechen. Ja, ich selbst habe auch viel zu tun. Bis dann. Und viel Glück beim Scannen. Heißt, wir scannen jetzt die ganzen Keeper. Ja. Oh ja, Admiral Karuku. Nein. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Commander? Oh. Also ich dachte, da kommt jetzt ein Gespräch oder so und dann... Nö. Wir haben versucht, organische Umgebung... Ja. Nein, ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Hallo, unterbrich sie nicht einfach. Manderson? Na los, Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Matriarchin Benesia? Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth verehren sie. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Noch nicht. Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Die Reaper gibt es wirklich. Ich habe versucht, sie vor Saren zu warnen und sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken.
Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Ich habe sie gesehen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Wir werden also nichts unternehmen. Immer wenn die Menschheit Sie um Hilfe bittet, ignorieren Sie uns. Shepard hat recht. Ich habe diesen Rat satt und seine antihumanen Botschafter, es gibt noch eine andere Lösung. Ein Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Es ist die beste Lösung. Sie müssen keine Flotte in die Traverse schicken und der Botschafter kriegt seinen menschlichen Spectre. Alle sind glücklich. Ich. Commander Shepard, vortreten. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre, Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Vielen Dank. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Tipps? Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Sir. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Zitadell-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Ihr Botschafter hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Ich kann Sie nicht verdenken. Solange ich Sare nicht finde, habe ich gar nichts geschafft. Los! Bleibe direkt hinter Ihnen, Commander! Spectre-Bonus! Spectre-Training, Schmeicheln, Einschüchtern-Talente beigeschaltet. Speichert. Ich bin nicht im Level aufgestiegen, oder? Oh doch, scheinbar schon. Spectre-Training. Die Spectres, die Elite-Agenten des Rats, haben Zugang zu einer Spezialausbildung. Verbesserte Gesundheit, Präzision, effizienter Angriff. Nett. Mit Schaden und Gesundheit dauert es am Ende. Ja, komm, machen wir das einfach mal. Östase. Ja, gut, 13 Sekunden. Wie viel lang geht das insgesamt? Fast 20 Sekunden. Das ist natürlich schon wirklich brutal.
Halt, das ist mit dem Schild ist auch schon brutal. Die ist ja quasi unsterblich. Dämpfung. Ja, komm, machen wir das mal. So. Wir speichern bis zur nächsten Folge.